Ich bin hier gerade im Wald unterwegs und mir ist gerade eine Idee zu einem neuen Song gekommen, der wahrscheinlich The Storm heißen wird. I Can See It Coming, das war so in meinem Kopf drin. Und ich muss jetzt schnell in mein Studio und diese Idee weiterverfolgen. Und muss ich jetzt mal sehen, ob das klappt. Deshalb muss ich da jetzt mal dringend hin und mal sehen, wie ich da weiterkomme. Im Storm geht es um eine Angst, dass irgendwas hinter der Ecke lauert. Dass du irgendwie immer Angst hast, dass irgendwas Schreckliches passieren kann. Das geht wohl mehreren Leuten so, glaube ich, ab und zu. Ja, es ist ja so, dass ich die Songs hier eigentlich komplett vorproduziere. Während ich die schreibe, spiele ich die gleich auf allen Instrumenten einfach. Ich habe Bass hier und Gitarre, das mache ich ja sowieso komplett. Und spiele dann auch Schlagzeug und singe dann dazu, mehr oder weniger gut. Genau, dann schicke ich das per Mail oder per Dropbox, schicke ich die Songs eigentlich fertig und dann schicke ich nochmal eine Version hinterher ohne Schlagzeug und eine Version ohne Gesang. Und dann spielen und singen die dazu. Hört sich gut an, die spielen und singen dazu. Nighttime is falling and pictures keep coming from the past life when I was a child. When life was so easy, no worries or sorrows, the sun shone through every cloud. Now as a grown man, come harder, no sun at the overcast sky. The storm will be coming, and I know there's no running from the wind blowing into my face. Jetzt bei dem Lied, The Storm, hatte ich sogar den Luxus, der Heiko hat mir ein Video geschickt. Ja, ich höre mir an, was er so als Skizze hat, was er trommelt und schreibe mir den Ablauf raus, damit ich halt irgendwie das mitkriege, was für mich wichtig ist. Also ich schreibe halt die Kicks raus, wenn irgendwelche Betonungen sind. Ich schreibe mir den Groove raus, was grundsätzlich passiert und ja, wie lang welche Teile sind, wann irgendwelche Stopps sind, dann ist ja alles irgendwie was wichtig ist. Was ja sonst bei einer Band irgendwie passiert, wenn man oft miteinander probt, man hat den Blickkontakt, da fährt ja jetzt hier alles weg. Insofern muss ich dann halt so für mich da die Struktur reinbringen. Und ja, dann wird der Kram in die Maschine gehauen. Wenn man mich hat, telefoniere ich für den Peller, schreiben wir einfach nur Mails und eigentlich hat er noch nie eine Nachfrage gestellt, so einfach. Gespielt und bei zwei Stücken haben wir das Schlagzeug zum zweiten Mal aufgenommen. Alle anderen haben wir direkt die erste Version genommen. Schon gut. Dann hatte ich ihm halt angeboten, ja, wenn du was hast, schick doch mal rum und ich trommel mal ein bisschen dazu, vielleicht gefällt dir das ja. In dem Moment habe ich gesehen, wie irgendwie in seinem Hirn irgendwie 1000 Blitze durchgingen, so konnte man an den Augen sehen. Und sagte er, ja, vielleicht hätte er da irgendwie was und auch hat er schon so die Idee, da könnte er mich ja vielleicht auch mitsingen. Und naja, auf jeden Fall, das hat nicht lange gedauert, dann kam das erste Stück rum. Und ja, eigentlich hatte ich gedacht, okay, wir machen da mal so was, ich trommel dazu und dann haben wir mal ein so ein Stück gemacht. Aber das hat allen so viel Spaß gemacht, dem Heiko hat das so gut gefallen, da ist direkt irgendwie jetzt das ganze Projekt aus entstanden, so dass wir halt die CD machen. Da habe ich schon überlegt, ich weiß es selber gar nicht so genau, wo jetzt diese Energie herkam. Das war wahrscheinlich durch diese Parkinson-Diagnose, die ich bekommen habe. Ne? Und da habe ich vielleicht gedacht, ich muss noch mal was Musikalisches hinterlassen.
Und als ich dann aus der Klinik kam und meine Hand sich wieder bewegte, einigermaßen, und ich merkte, ich kann durch viel Training wieder ans Spielen kommen, dann habe ich auch gedacht, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um so ein Album zu schreiben. Ja, es ist eine Krisenbewältigung, das ist auf jeden Fall so. Und ich glaube, das spürt man auf dem Album ganz eindeutig, dass wenn man sich die Texte durchliest, es gibt auch irgendwie zwei Schaffensperioden. Habe ich jetzt selber für mich erkannt, dass es zwei Schaffensperioden gibt. Die ersten fünf und die letzten fünf. Aber wenn du die Texte anguckst, dann siehst du, die ersten fünf sind schon recht düster. Und bei der zweiten Hälfte, da scheint schon ziemlich viel Licht durch. Und da hat schon ziemlich viel Verarbeitung stattgefunden. Light and Shadow zum Beispiel. Obwohl The Storm eigentlich auch zu der zweiten Hälfte gehört, die zweite Schaffensperiode in diesem Album. Im Grunde habe ich ihm einfach mal den Text nochmal auf Deutsch geschrieben und noch ein paar Worte dazu geschrieben und dann mehr eigentlich gar nicht. Ich habe mir gar nicht gesagt, sing da höher oder da tiefer, sondern habe gesagt, da passiert das und das mit dir und da passiert das und das mit dir und dann stand das. Dadurch, dass wir uns schon 20 Jahre kennen, obwohl wir uns auch jetzt lange Zeit nicht gesehen haben, aber trotzdem glaube ich, dass dadurch diese Verbindung da ist und er das mit mir fühlen kann. Die dann hier zusammen habe, dass es hier schon einigermaßen klingt, dann schicke ich zum Studio zum Mischen. Und dann, ja, ist es fertig.